Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen K-Pop Unboxing. Ja, ein Album, das schon länger draußen ist, das ich aber erst vor kurzem mit meiner großen Bestellung dann noch endlich gekauft habe. Und zwar ist es Dreamcatcher, ihr achtes Mini-Album Apocalypse From Us. Ja, und das ist, wie man unschwer erkennen kann, die Limited Edition, also die limitierte Version, die in diesem wirklich richtig, richtig dicken Karton kommt. Yep, ein Intro und 4 Songs. So, und dann wollen wir mal aufmachen. Schauen, was hier alles drin ist. Oha. Oha. Oh mein Gott. Jede Menge Fan-Stuff. So, ich würde sagen, dazu kommen wir dann später. So. Hier irgendwo noch die CD versteckt? Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch die CD sein. Da ist sie auf jeden Fall schön gestaltet. So, das hier nehme ich mal stark an. Dürfte Poster sein. Ja. Sehr schön. Und dann haben wir dieses richtig, richtig dicke Fotobuch. Ui. Ich versuche mal so schnell wie möglich hier durchzublättern, weil es ist wirklich ein unfassbar dickes Fotobuch, wollte ich sagen. Ah, Moment. Help. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall wie jedes Fotobuch eigentlich von Dreamcatcher super, super schön. So, hinten sind dann noch die Lyrics drin und boah. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten das sind, aber es könnten locker 100 oder so sein. So, und dann kommen wir mal hier zu dem ganzen der Bonuskram. Ich glaube, ja, das hier ist ein Papierflieger. Ja, den kann man dann zusammenfalten.
Werde ich jetzt nicht machen, ich lasse den lieber erstmal so, wie er ist. Dann haben wir hier, ja, Dreamcatcher Airline Boarding Pass. From us to you. Rückseite. Okay, so, dann. Das hier sieht mir nach Fotoset aus. Und es sind sogar richtige Fotos, ja. Ja, sehr schön. So. Hoffen, dass wir die wieder richtig hier reinbekommen. Aber das scheint zu funktionieren. So, dann haben wir Dreamcatcher Passport. Na, komm mal raus. Ja. Passhülle halt, ne? So. Dann haben wir einen Sticker von diesem netten Gesellen. Und ein, ich glaube, Lesezeichen oder so. Ich schätze mal, ja. Also es ist kein Sticker, es ist aus etwas festerer Pappe. Ja, ich würde sagen, Lesezeichen. Dann noch so einen kleinen Filmstreifen. Sieht jetzt etwas weird aus mit dem grünen Hintergrund, aber... Und... ganze 3 Fotokarten. So. Ja. Also passend zu einer Limited Edition ein wirklich schönes Gesamtpaket, würde ich mal sagen. Ne, mit einem richtig, richtig dicken, fetten Fotobuch und den ganzen hübschen Bonussachen. Ne? Alles so ein bisschen mit Flugthema, ne? Hier Pass und Flugticket und Papierflieger. Alles sehr schön gemacht. Und die Box ist auch super, super stabil. Ja. Dreamcatchers 8. Mini-Album Apocalypse From Us. Schon eine ganze Weile draußen, jetzt habe ich es auch endlich in meiner Sammlung. Und ja, ich hoffe, dass euch das Unboxing gefallen hat. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut. Bis dann.